Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario. Das ist Mario Bros. U Deluxe. Aber was ist hier? Ein Bowser-Siff kommt hierher gefahren? Zufall? Ich glaube nicht. Luftgalerie im Anflug. Ja, hier beginnt jetzt neuer Großalarm. Wir werden das erste Mal auf Bowser treffen. Kleiner Spoiler. Das letzte Mal kam man in Bowser Junior. Ich glaube, wir dürfen es nicht von der Hand treffen lassen bis zum Ziel. Das ist mehr oder weniger das, was wir schaffen müssen. Da ging auch, hatte ich da irgendeine Chance, irgendeine verdammte Chance auszuweisen? Nein. Was für ein Glück, dass Castle letztes Speiserpunkt war. Und ich direkt hier weitermachen kann. Also haben wir so gesehen zum Glück nichts Krasses verpasst. Und das war tierisches Glück, dass es jetzt sehr gut aufgegangen ist, wie es jetzt aufgegangen ist. Ja, das Level war auch ätzend. Kann das sein, dass das Ding auch so gar nichts tut? Das ist jetzt wirklich für die Wissenschaft. Wieso tötet mich das? Ich dachte, Mopsy kann, sie überlebt sowas. Okay, jetzt müssen wir sie zusammenreißen. Ist aber auch ein extrem behindertes Level. Ich weiß, ich sage es gefühlt bei allen, aber das war als ein Ärzte mit dieser Hand, die ganze Zeit so alles zum Verrecken bringt hier. Ja, das wird, glaube ich, Straits geben hier in dem Part. In letzten Part hielt es sich Straits ja relativ gesehen in den Krä. Junge, ich bin doch da weg, wie soll man das denn so schnell machen? So scheiße hier. Setzen die Hand, macht und alles kaputt macht, diese alles auch. Passiert nur nichts. Kleine Hurensöhnchen hier. Ja. Ich sollte das mal so einen Stern nehmen. Ja, wegfliegen. Aber wohin soll man wegfliegen? Genau dasselbe Spiel wieder vor. Genau dasselbe. Man kann an dieser Stelle nicht mehr leben. Entweder man bleibt das stehen und dann bekommt man es draufgehauen oder man springt, prallt da oben dran und fliegt wegen der Aufprallung dann runter. How should this shit works?
Ne? Ich verliere doch wieder alle Leben hier. Das ist doch beschissen. Beschissenes Dreckslevel hier. Das City macht wieder aggressiv und nein, ich hieb's mir nicht auf die Uhrzeit. Auch wenn das der letzte Part ist, den ich aufnehme, bevor ich ins Bett gehe. Ist in dem Fall nicht die Schuld der Uhr. Ich glaube, es sind immer dieselben Mechanismen. Treib halt mit deinen Bohrungen hier. Yay. Aber ich glaube, dass es jetzt unbedingt auch nicht gerade angenehmer wird. Test drauf. Wie viel Böses, damit wir da mal gleich eine Hand ausweisen müssen. Lassen wir den Bildschirm erst wieder nachkommen. So. Oh, der Next wird ja vielleicht creased. Und ich glaube, jetzt sind wir nämlich beim Boss. Bowser Junior. Again. Ich glaube, die Dinger können auch ordentlich was tun, oder? Ich weiß es nicht. Fakt ist nur. Ja, man kann die bei runterfallen. Man muss irgendwie schauen, dass das Ding sich verkeilt. Da muss man ja auch ein Ding auf das Ding draufhauen. Und jetzt muss man da drauf gehen und so machen. Das Spaß muss man dreimal machen.
Den ganzen Spaß müssen wir also noch einmal machen, dann haben wir es hinter uns. Gut, die Bomben tun mir nichts. Mal hier auf den gesäften Bereich hier. Da bin ich nämlich deutlich im Vorteil. Digga, alles klar! Alles klar! Sag dir, wie ist denn der Dude? Joa, wenn es ein bisschen angeboten wird. Ich will mich mit denen nicht rumprügeln, die haben es ja quasi fast geschafft. Ist zwar nicht klar, weshalb er es jetzt von vorne macht, aber ganz ehrlich, mir soll das Rest sein. Hier eine Runterfallstelle. Ist einfach ätzend. Irgendwie fiel mir immer voll mit, auch wenn man weiß, dass der CPU ist, der das einfach schaffen muss, weil das Ding so programmiert ist, es zu schaffen. Da ist halt so deutlich komplizierter, weil man halt keine Items hat, die einen da irgendwie halt sinnvoll helfen könnten. Macht die Sache ist natürlich. Ich bin vielleicht müde. Macht die Sache jetzt natürlich noch ein bisschen nicht gerade einfacher. So, jetzt haben wir den nochmal hier weitergebannt zu. Jetzt ist er da, glaube ich, langsam schon an der Stelle, wo es zum Boss geht, mehr oder weniger. Ja, ab hier beginnt der ätzende Spaß nämlich.
Ich sag nur, halber so kompliziert, wie sie aussieht, wenn man ehrlich ist. Und mal sinnvoll drüber nachdenkt. Mir geht da Itzi da nicht drauf. Das Ding wartet da nämlich keine 100 Jahre. Nein, Itzi, das hast du, da warst du ein bisschen dumm. Ach, so kann man auch treffen. Ja, moin. Ist halt... natürlich einfacher. Digga, das ist ja eigentlich voll einfach, dieser scheiß Boss. Ja, moin. Ja, da hast du es übertrieben mit dem Spielen, kleiner Mini-Bowser. Verdient. So, und nun geht die Reise von Mopsy weiter, ne? Und das Schiff strandet da unten. Und Bowser Senior verschwindet. Wohin? Wir werden es herausfinden. So. Mal sehen, wo es jetzt hingeht. Sieht mir aber sehr nach dem Pilzpalast aus. Und der letzten uns noch fehlenden Welt. Ihr seht das also, Leute. Es wird spannend. Und damit geht's weiter im nächsten Part von New Super Mario Bros. Deluxe. Ich sag jetzt danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao!